Sie alle ganz herzlich heute zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Heimspiel am kommenden Sonntag um 16 Uhr gegen den SC Magdeburg. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Michael Haas und unseren Rückraumspieler Simon Jepson. Und ja, bevor wir uns jetzt dem Spiel direkt am Sonntag widmen, vielleicht René, hinter uns liegen ja kuriose Wochen. Kannst du vielleicht mal einen kurzen Einblick geben, was in den letzten 4 Wochen alles passiert ist beim HCR dann? Ja, wie schon auch veröffentlicht, uns hat das Coronavirus voll erwischt, ganz klar. Nahezu die komplette Mannschaft hat sich am Ende infiziert und musste auch eine lange Zeit in Quarantäne verbringen. Wir haben natürlich schon jeder muss damit rechnen in dieser Zeit. Man sieht es ja auch bei vielen, vielen anderen Vereinen, diverser Sportarten, dass es einen jetzt einfach auch treffen kann. Die Situation hat sich auch in den letzten Monaten aufgrund von Mutanten einfach deutlich verändert. Das heißt, trotz strengster Einhaltung aller Hygienemaßnahmen, was wir seit Anbeginn der Pandemie natürlich vollumfänglich machen, hat man einfach gesehen, es gibt trotzdem ein Risiko, was man nicht vollends ausschließen kann. Und davon wurden wir jetzt einfach doch deutlich getroffen, haben aber, glaube ich, sehr verantwortungsvoll darauf reagiert, haben keinen Spieler, solange er nicht vollständig wieder gesund und fit war, zurück in den Trainingsbetrieb und vor allem auch in den Wettkampfbetrieb gelassen, haben da sehr eng uns mit den medizinischen Abteilungen und auch externen Experten ausgetauscht, dass wir da wirklich auf der sicheren Seite sind, einfach weil wir da eine Fürsorgepflicht für unsere Jungs haben. Und ja, jetzt sind wir wieder da, freuen uns natürlich sehr, haben das, glaube ich, alles den Umständen entsprechend gut überstanden. Freue mich auch, dass jetzt alle wieder gesund und fit den Umständen entsprechend wieder im Training sind, dass wir wieder auch einen normalen Trainingsbetrieb haben und dass wir uns jetzt auch ein bisschen auf den kommenden Gegner vorbereiten können, weil der hat es natürlich in sich. Möchte mich auch an der Stelle wirklich nochmal ausdrücklich bei unserem Partner Sportland und der dahinterstehenden Mausbaugruppe bedanken, die uns in dieser Zeit wirklich sehr unterstützt haben in vielen Bereichen und ja, uns da wirklich auch die Hilfe gegeben haben, dass wir da gut durch diese Phase gekommen sind. Deswegen, jetzt sind die Augen nach vorne gerichtet, wir sind wieder voll da und wollen natürlich vielleicht auch schon am Sonntag die nächste kleine Überraschung sorgen und darauf freuen wir uns sehr. Danke. Dankeschön, René. Ja, Hassan, René hat schon angesprochen, die Vorbereitung ein bisschen ungewöhnlicher als sonst. Nichtsdestotrotz geht es jetzt am Sonntag endlich wieder los und Magdeburg ist ja gerade in der Top-Verfassung. Was habt ihr euch denn für dieses Spiel vorgenommen? Guten Morgen zusammen. René hat es ja gerade schon gesagt, es war eine schwierige Zeit die letzten Wochen. Viele Spieler in Quarantäne oder alle Spieler in Quarantäne, kein Training. Viele Spieler krank, auch einigen ging es auch nicht so gut. So, und jetzt seit etwa einer Woche fangen wir so langsam an, uns wieder an den Wettkampfmodus ranzutasten. Wir können seit gut einer Woche wieder ordentlich trainieren. Die meisten Jungs sind auch wieder gut drauf und ja, die ganze Sache hat uns natürlich ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, aber ich glaube, langsam sind wir wieder wettbewerbsfähig und das, was ich jetzt die letzten Tage im Training gesehen habe, das stimmt mich optimistisch. Man muss aber ganz klar sagen, wir treffen hier auf einen Gegner, der voll im Wettkampfmodus ist. Ja, die Magdeburger spielen alle 3 Tage, gewinnen ihre Spiele, sind dazu einfach jetzt gut drauf in dem Fluss, haben ihr Spiel gefunden. Also ein schweres Spiel könnte es wahrscheinlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben. Wir sind ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen und die Magdeburger in Top-Verfassung. Gut, das kann für uns eigentlich nur eine Chance sein. Wir haben nichts zu verlieren. Meine Jungs haben, glaube ich, richtig Bock auf Handballspielen. Deswegen müssen wir uns da viel überlegen. Magdeburg ist eine extrem zweikampfstarke Mannschaft. Entscheidungsstarke Spieler haben sie. Sie spielen zusammen Handball. Macht teilweise wirklich Spaß, den Jungs dazu zu gucken. Aber wir können das auch. Und daran arbeiten wir die letzte Woche. Und jetzt schauen wir, dass wir in Magdeburg den SCM ein bisschen ärgern können. Wir haben im Hinspiel sehr ersatzgeschwächt, nicht gut ausgesehen, gerade was im Hinspiel die zweite Halbzeit angeht. Aber ich glaube, dass wir Mittel und Wege finden, dem SCM wirklich zu fordern. Und das werden wir jetzt am Sonntag versuchen, mit allem, was wir haben, umzusetzen. Dankeschön. Ja, Simon, ihr hattet ja in den letzten Wochen vielleicht ein bisschen mehr Zeit als sonst auch das Geschehen in der Handball-Bundesliga zu verfolgen von zu Hause aus. Du hast mit Sicherheit auch ein paar Spiele vom SCM beobachtet. Was macht die Magdeburger denn besonders gefährlich? Also gibt es irgendein Spiel, auf den ihr euch besonders vorbereiten müsst oder ist es einfach?
Ich glaube, wir müssen uns eigentlich auf die ganze Magdeburger Mannschaft vorbereiten. Die spielen ja wirklich als eine Einheit zusammen und machen das richtig gut. Einfach können wir nichts anderes sagen. Die sind eine von den besten Mannschaften, gerade in der Bundesliga. Und aber wie gesagt, ich glaube auch, dass wir gegen jeden Gegner gewinnen können, wenn wir unsere Top-Leistung auf die Platte bringen. Und vor allem, dass wir auch alle sehr, sehr motiviert sind, wieder Handball zu spielen, glaube ich auch, macht richtig, richtig viel für unsere Motivation und unsere Einstellung. Ich freue mich. Danke, Simon. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal die Fragen nehmen von den Pressevertretern, die hier vor Ort sind. Und dann würden wir natürlich auch gerne noch den Zoom-Teilnehmern die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Dann beginne ich. Erste Frage an den Trainer. Sie haben gesagt, dass der ein oder andere auch ein bisschen schwerer erkrankt war. Mit welcher Mannschaft können wir denn am Sonntag rechnen? Sind alle wieder soweit hergestellt oder fehlen da ein paar Namen auf dem Spielberichtsbogen? Naja, es sieht gut aus. Wir haben allerdings mit Antonio Metzner, der ja am Rücken operiert worden ist, und Šime Ivić noch zwei Verletzte, leider auf derselben Position. Für Šime Ivić kommt das Spiel einfach noch ein bisschen zu früh. Wir hoffen, dass er dann nach der Nationalmannschaftspause wieder mit eingreifen kann. Und Nico Linke wird auch fehlen. Den hat auch die Corona-Erkrankung, teilweise auch mit seinem Rücken weit zurückgeworfen, also der braucht auch noch wahrscheinlich diese Nationalmannschaftspause, um danach, wenn dann für uns wirklich viele Spieler anstehen, wirklich dann können wir mit komplettem Kader wieder antreten. Was hat diese Zwangspause mit Ihnen auch persönlich gemacht? Verschieben sich die Prioritäten so ein bisschen? Vor der Pause war immer die Rede davon, sportlich erfolgreich zu sein ist extrem wichtig, das wird es weiterhin sein. Aber geht es jetzt nicht auch ein bisschen darum, die Saison einfach gut zu Ende zu bekommen und ob man dann am Ende 10. oder 9. wird, ist dann gar nicht mehr so relevant? Hat sich da was getan in der Priorisierung? Natürlich, wenn man da das hört, dass dieses Virus uns so erwischt hat, macht man sich natürlich erstmal Sorgen um seine Spieler, dass die alle gut durchkommen. Das ist das Allerwichtigste, dass wir das irgendwie überstanden haben. Im Nachhinein jetzt hoffentlich ohne größere Folgen. Aber ich meine, das ist ja auch was, wo man einfach wenig drüber weiß. Das müssen wir jetzt abwarten. Deswegen trainieren wir ja, oder haben wir gerade, als wir wieder eingestiegen sind, sehr dosiert trainiert. Natürlich kommt man mal kurz ins Grübeln, gerade weil man ja auch momentan von vielen schweren Verläufen liest. Das schiebt den Sport natürlich so ein bisschen in den Hintergrund. Was ich jetzt aber auch im Training festgestellt habe, in dem Moment, wo man den gemeinen Sportler wieder aufs Feld lässt, dann will er auch spielen und dann will er auch gewinnen. Wir versuchen das jetzt mit allem, was wir haben, da weiter erfolgreich zu sein. Wir hoffen, dass wir das jetzt erstmal für uns überstanden haben. Aber es ist natürlich richtig, man kommt ein bisschen ins Grübeln. Dann fragen wir doch den gemeinen Sportler, Simon Jepson. Macht Handballspielen jetzt wieder mehr Spaß, nachdem man es zwei Wochen lang nicht durfte? Meine erste Training jetzt nach der Quarantäne war ich wie ein Kind im Sommerferien. Also das war einfach. Hat einfach Spaß gemacht und ich glaube, nach fast 4 Wochen seit unser letztes Spiel gegen die BHC sind wir alle sehr, sehr motiviert, wieder unsere Leistung zu bringen und auch Spiele zu gewinnen. Wir waren, finde ich, sehr gut drauf. Und haben natürlich auch ein paar Punkte verloren, was wir nicht vorher wollten. Aber insgesamt finde ich, wir sind alle in die Mannschaft auf gleiche Niveau, einstellungsmäßig, wie das sein soll. Und ich glaube, wir freuen uns alle auf die Rückrunde. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben in die Stimmung innerhalb der Mannschaft? Was macht diese Zwangspause mit dem Teamgebilde? Schweißt das enger zusammen oder gab es vielleicht auch Momente, wo der ein oder andere einfach genervt war, nicht mehr raus zu dürfen, was ja auch verständlich wäre? Ja, also ich selber fand das sehr, sehr langweilig, 3 Wochen in Quarantäne zu sein, aber
so ist das einfach und wir müssen uns zum die Regeln halten, weil das gibt es ja auch wichtige Sache jetzt momentan als Handball und Sport allgemein. Aber natürlich, normalerweise treffen wir uns ja jeden Tag mit den Jungs und wir machen so viele Sachen zusammen und auf einmal nach 3 Wochen fängt man an, die Mannschaft zu vermissen, weil das wird ja ungefähr wie eine zweite Familie. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, wir freuen uns alle, wieder zusammen zu sein und spielen zu dürfen. Michael, dein Optimismus ehrt dich, aber einen gewissen Substanzverlust wirst du nicht wegdiskutieren können. Hoffst du am Sonntag, dass der Kopf den Körper besiegt und Kräfte freimacht, die nicht da sind? Ja, ist natürlich so, dass wir nicht genau wissen, wie jetzt eine Wettkampfbelastung für die Mannschaft das verkraftet. Wir haben eigentlich wieder viele Leute an Bord, wir können wechseln, wir können das verteilen, aber natürlich unsere Chance wird sein, diese Lust auf Handball, den Spaß an Favoriten zu ärgern, das wird das, was uns am Leben halten wird. Wir versuchen weitestgehend unsere Taktik und unsere Qualität jetzt in der Woche hochzuschrauben. Aber Sie haben schon recht, wenn Sie sagen, das ist eine Kopfsache und das ist unsere einzige Chance. Ja. Du, als Trainer denkst du ja weiter, was bedeuten die 10 Tage, Gott sei Dank, Spielpause bis zum nächsten Spiel gegen Kiel? Glaubst du, dass die Mannschaft sich dort bis zu diesem Zeitpunkt vollständig regenerieren kann oder ist das nur ein Teil? Ich gehe davon aus, dass diese Woche uns nochmal gut tun wird, nochmal wirklich das letzte bisschen Kraft wieder aufzutanken. Auf der anderen Seite ist diese Woche natürlich auch wahrscheinlich unsere letzte Chance, ein bisschen durchzuatmen. Also wir werden da in dieser Woche wahrscheinlich nicht auf Teufel komm raus trainieren können und wahrscheinlich ist es auch nicht clever, weil danach geht es auch mit dem, vor dem Hintergrund dieser ganzen Nachholspiele, geht es Schlag auf Schlag. Da wird es dann nicht mehr viel mit Training und mit Durchatmen. Diese Woche werden wir gut nutzen, um Kraft zu tanken, uns weiter vorzubereiten, weiter wieder einzuspielen. Und ja, dann schauen wir.